Ja, Hallöchen, liebe Topf-Täglich-Zuschauer. Es werden ja doch ein paar mehr inzwischen. Das freut mich natürlich sehr. Also, wenn ihr Lust habt, bitte immer schön abonnieren und weitersagen, damit sich das ja auch lohnt, das tatsächlich in meinen Abendstunden zu machen. Und apropos Abendstunden, gestern Abend war ich nämlich unterwegs und wollte auf meine Lieblingsseite mal wieder wie jeden Abend, nämlich bundestag.de, wollte ich surfen, aber ging nicht. War kaputt, war offline, Proxyfehler, man sollte vielleicht mal von Squid auf Vanish upgraden, fiel mir dabei ein. Aber was wir auch lernen, es gibt keinen Status-Account, also keinen Statusbericht, wie zum Beispiel bei Twitter und Facebook. Status-Bundestag.de gibt es leider nicht. Auch kein Twitter-Account, der antwortet. Naja, für das Kernstück unserer Demokratie wäre natürlich schon schön, wenn das irgendwie kommuniziert würde. Ja, was wir auch lernen, ist nachher, warum das so war. Ich habe erst noch drüber gescherzt, aber dann wurde die Wahrheit offenbar. Nun, liebe Anonymous-User, Anonymous-Idioten, sollte ich vielleicht sagen, oder Feinde der Demokratie, wie auch immer, was habt ihr euch bitte dabei gedacht, einfach einen DDoS-Angriff zu starten auf bundestag.de? Dämlicher kann man ja eigentlich nicht mehr sein. Und nur weil man sich im Bundestag in Debatten irgendwie mal präpubertär verhält, muss man das doch nicht auch im Netz machen. Sind wir denn nicht erwachsener als diese Politiker, die da irgendwie diese komischen Debatten halten und dauernd auf sich einschlagen? Das hoffte ich eigentlich. Aber dann kommt so Skript-Kiddies daher und ach, wie lustig, da können wir doch mal den Bundestag lahmlegen, weil der hat ja so ein doofes Meldegesetz verabschiedet. Demokratisch verabschiedet, muss man dazu natürlich sagen. Und hinzu kommt natürlich, dass eigentlich ihr da sitzt. Es sind doch Volksvertreter. Das heißt, ihr habt die Leute gewählt, die sitzen da, ihr seid dran schuld. Und da kann man doch nicht hingehen und das Ding kaputt machen, wenn das nicht passt. Ihr sitzt da, eure Vertreter. Wie blöd muss man eigentlich sein? Aber mal generell. Hier also einfach mal vier Gründe, warum Denial oder Distributed Denial of Service Attacken total sind. Erstens Willkür. Wer entscheidet denn, was heute gerade doof ist, was morgen doof ist, was dann irgendwie übermorgen mal gededost wird? Das weiß man nicht so genau. Wonach das entschieden wird, weiß auch keiner so genau. Es ist die reine Willkür, mal dies, mal das. So eine Regel, wo soll sie auch herkommen? Zweitens die Anzahl der Leute, die da mitmachen, die Masse. Ist das jetzt die Tyrannei der Masse, von der Herr Döring einmal sprach? Es ist ja wohl eher die Tyrannei der Minderheit. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr kleine Gruppe, die jetzt nicht einfach mal einen Shitstorm oder sowas macht. Nein, die legt seitenlahm. Auch mal nach irgendwelchen Regeln, die keiner kennt, mal die, mal jene. Aber es sind ein paar Leute, die verglichen sogar mit der Internetnutzerschaft hier diese Seiten lahmlegen. Und beim Bundestag kann man sich noch drüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was dann da an Schaden entstanden ist. Aber sagen wir, bei anderen Seiten ist eigentlich klar, da entsteht Schaden. Und da wäre natürlich schon schön, wenn da irgendwie vielleicht noch ein paar mehr mitreden, was man da eigentlich macht. Drittens, es ist kontraproduktiv. Denn es wird ja wohl so sein, je mehr das passiert, umso mehr wird Politik reagieren müssen. Und ich würde sagen, zu Recht. Da kann man natürlich auch die Vorratsdatenspeicherung wieder heranziehen und da hat man natürlich wunderbare Argumente wieder dafür, warum man die Vorratsdatenspeicherung nutzt oder braucht. Denn man kann ja auch sagen, vielleicht ist das ja einfach Terrorismus, weil ich meine, Seiten lahmlegen, Infrastruktur lahmlegen, Bundestag lahmlegen. Da würde ich mir dann schon überlegen, ob man da nicht vielleicht doch mal gegen vorgehen sollte. Und viertens Dummheit. Ich meine, wer denkt denn, dass man jetzt hier wirklich anonym unterwegs ist? Man hat ja doch eine IP-Adresse und so weiter und da mögen vielleicht die einen oder anderen wissen, wie man die verbirgt, aber ich meine, wir haben ja trotzdem bei Provider noch IP-Adressen gespeichert und auch den Namen dazu. Und insofern ist es ja auch schon passiert. Es ist nun nicht so schwer dann für die Polizei, diese Leute festzunehmen. Tja, was lernen wir jetzt daraus? Es ist total blöd, das zu machen. Und wie sieht es überhaupt aus? Weil ich jetzt Anonymous kritisiert habe, bin ich jetzt der Nächste, der jetzt so eine Attacke bekommt? Weil ich habe jetzt eine Meinung gesagt, die vielleicht jetzt dieser Anonymous-Minderheit nicht so ganz passt. Und dann wird sich vielleicht herauskristallisieren, da müssen wir jetzt aber mal den Herrn Topf hier auch angreifen. Ist das dann vielleicht auch so die Idee von Meinungsfreiheit oder so? Oder wird es nicht passieren? Oder wird es vielleicht aus einem ganz anderen Grund passieren? Man weiß es eben nicht. Und wenn wir nochmal auf diesen Netzpolitik-Artikel schauen, da fragt sich Markus das ja auch. Was sollen denn für Regeln gelten? Er sagt, auch finde ich, dass es Zeit ist, mal eine Debatte darüber zu führen, wann und unter welchen Umständen DDoS-Attacken akzeptabel und in Ordnung sind und wo es Grenzen geben sollte. Nur wie will man das denn durchsetzen? Soll jetzt die Regierung eine Whitelist machen, wo es dann erlaubt ist, ein DDoS zu machen, wo es dann keine Strafverfolgung gibt? Oder
wenn die Regierung es nicht machen soll, wendet man sich dann an den Anonymous-Rat, der das dann entscheidet. Moment, den gibt es ja gar nicht. Ja, und Markus beklagt ja auch, dass es noch nicht gesellschaftlich anerkannt sei. Ich würde sagen, zum Glück. Es sollte auch gar nicht anerkannt sein, es sollte geächtet werden. Wer so einen Scheiß macht, der sollte gesellschaftlich geächtet werden. Das soll kein Mittel sein, wie man seine persönliche Minderheitsmeinung vielleicht durchsetzt. Wir haben eine Demokratie und die funktioniert eigentlich ganz gut, auch wenn es gewisse Defizite gibt, an der wir noch arbeiten müssen. Aber eine DDoS-Attacke ist kein Mittel, um wirklich ins Gespräch mit diesen Politikern zu kommen. Im Gegenteil, man baut sich eher als, sagen wir mal, nicht Staatsfeind, aber Internetfeind auf, denn so geht's halt eben nicht. Aber überlegen wir doch einfach mal so, wie wäre es denn, wenn man jetzt einfach mal so einen Rat wirklich bildet? Das heißt, wir könnten ja irgendwie sagen, wir bilden einen Anonymous-Rat und dann schickt man da Leute hin. Man könnte die vielleicht wählen lassen vom ganzen Volk und die könnte man dann da hinsetzen und dann können die entscheiden, welche Seite denn heute oder morgen vielleicht mal angegriffen und vom Netz genommen wird. Ich meine, vielleicht wäre es einfach, das direkt mit den Providern zu machen. Die können dann einfach den Stecker ziehen, da hat man nicht so viel Arbeit und muss nicht irgendwie erstmal solche Sachen da machen. Aber wenn wir diesen Rat haben, das wäre doch ganz praktisch, den kann man alle 4 bis 5 Jahre wählen und super. Aber wieso machen wir das nicht? Woher kenne ich das jetzt noch, diese Idee? Ach, Bundestag. Bundestag war doch noch. Genau, da wählen wir doch auch alle 4 bis 5 Jahre. Ja, warum machen wir das nicht über den Bundestag vielleicht? Und ergo, Bundestag DDoS machen ist Mumpitz. Dieses Meldegesetz ist nach demokratischen Regeln abgelaufen. Da mag man sich jetzt beschweren, dass da keiner da war, dass jetzt alle so tun, dass sie nichts davon wussten. Aber trotzdem, es ist von unseren gewählten Volksvertretern so gemacht worden. Und damit hat das jetzt erstmal Bestand, zumindest bis es vom Bundesrat dann wieder einkassiert wird. Auch da kann man sagen, funktioniert ja halbwegs. Da haben wir noch eine Kammer, die kann das dann wieder einsagen. Aber trotzdem hat es nach diesen Regeln jetzt so funktioniert. Und da kann man jetzt eigentlich auch nicht in der Ecke sitzen und schmollen und das jetzt doof finden. Was man aber machen könnte, man kann diese Regeln verbessern. Man kann sagen, wir brauchen mehr Transparenz. Man kann sagen, wir wollen den Innenausschuss auch beobachten können und nicht irgendwie was mit nicht öffentlichen Sitzungen haben. Man kann auch sagen, dass man vielleicht Reden nicht zu Protokoll geben darf mehr. Man könnte auch sagen, dass bitte diese Abgeordneten bitte da sein müssen und dass es auch keine Tischvorlagen mehr geben sollte. Denn wie man ja hörte, gab es eine Tischvorlage im Innenausschuss. Das heißt, selbst Politiker haben dann ja immer Schwierigkeiten mitzubekommen, was der gerade noch als Tischvorlage da ist, was natürlich gern genutzt wird, um mal hier und da noch schnell was irgendwo unterzuschieben. Das könnte man alles abschaffen und dann wäre der Prozess insgesamt transparenter und besser. Man könnte eine Woche Vorlauf haben, es ist ja kein Gesetz, was jetzt irgendwie eilt. Man könnte dann einfach sagen, hier eine Woche Vorlauf, das sind die Sachen, die wir beschließen wollen und dann weiß auch jeder Bescheid und kann sich damit bekannt machen mit den Informationen und kann dann eventuell nochmal sich an seinen Volksvertreter wenden. Man kann natürlich auch fragen, wer ist denn jetzt eigentlich von den Anonymous-Leuten an irgendwie den Abgeordneten herangetreten und hat mal gefragt, warum man das denn wie gemacht hat oder hat vorher gesagt, hello, da ist so ein Gesetz hier und das wollen wir nicht, dass das jetzt durchkommt. Hat das irgendwer von denen gemacht oder sitzt man nachher nur in der Schmollecke, weil es irgendwie einem selbst nicht passt und macht dann halt mal so einen DDoS-Angriff an irgendwen, ist ja auch egal. Insgesamt also eigentlich ein demokratisches Foulspiel und deswegen gilt nämlich auch, Anarchie ist auch keine Lösung. So, und wenn einem eine Entscheidung nicht passt, dann muss man das erstmal schlucken, wenn sie so abgelaufen ist nach unseren Regeln. Und man kann ja auch immer noch politisch sich engagieren. Es ist ja nicht so, dass es jetzt besonders schwer wäre. Es ist so einfach wie nie. Wir haben das Internet, jeder kann da gehört werden, jeder kann senden, jeder kann sowas machen, wie ich hier mache. Das heißt, es ist theoretisch möglich. Und wir haben es ja bei Netzsperren gesehen, wir haben es bei ACTA gesehen, wir haben es beim Jugendmedienschutz gesehen. Das heißt, es ist möglich, Dinge zu beeinflussen. Und dann hat man eine Masse, die auf demokratischem Wege unterwegs ist und da muss man nicht irgendwelche Server platt machen. Das dient auch nicht unbedingt dazu, dass man vom Gesprächspartner ernst genommen wird, wenn man vorher irgendwie dessen Server platt gemacht hat. Und deswegen heißt es heute, gib DDoS keine Chance. Und damit sage ich Tschüss, denn ich muss ja zu einem Stammtisch und muss irgendwie Rahmschnitzel essen oder irgendwie sowas. Ciao.